und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe die Woche nicht so viel gefilmt und letzte Woche hatte ich leider nicht so Zeit gehabt. Ja, so ist das. Ich hatte meinen kleinen Eingriff gehabt mit der Polypentfernung. Dort ist alles gut gegangen, keine Probleme, nichts weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann musste ich nochmal zum Hausarzt, weil ich da während dem Eingriff so hohen Blutdruck hatte. Und sie wollten noch, dass ich einen Blutzuckertest mache. Die Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Die werde ich erst nächste Woche dann erfahren. Und es wurde auch noch Schilddrüse genommen und Eisen. Und ja, ich habe auf jeden Fall zu wenig Eisen, was so typisch für Frauen sein soll. Deswegen bekomme ich da auch gerade eine Eiseninfusion. Das ist alles, was ich weiß, sonst weiß ich noch nichts. Und ja, der Polyp ist weg. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Ich filme jetzt übrigens wieder mit meiner normalen Kamera. Ich habe gedacht, ich hole die einmal raus und probiere damit mal wieder zu filmen ein bisschen. Fühlt sich gerade noch komisch an, aber mit der Zeit kommt das sicherlich wieder. Eine weitere Neuigkeit, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, weil das eben auch letzte Woche passiert ist, dass mir der Olaf verstorben ist, also mein Wellensittich, der Weiße. Jetzt habe ich noch vier Stück. Die sind alle dort drin. Hab auch den Vogelkäfig jetzt neu geputzt und ja, leider ist der verstorben. Er hatte am Abend wohl einen Schlaganfall gehabt und alles und also wir vermuten, dass es ein Schlaganfall gewesen ist. Es ging relativ schnell von der einen Sekunde auf der anderen, ging es ihm auch immer ziemlich schlecht, ist immer vorn übergekippt. Also konnte sich nicht mehr auf der Stange halten. Also er hat auf der Stange dann immer so gesessen und ist immer weiter nach vorn, bis er runtergekippt ist. Und er ist dann wieder hochgeklettert und ja, irgendwann hatte er dafür auch keine Kraft mehr und ich da was gefunden habe und habe ich, ja, ist er halt leider verstorben. Ja, so geht es halt leider. Jetzt habe ich noch vier Damen: Keki, Blue, Hildegard und Bagheera. Genau, die drei Damen verstehen sich aber super. Der Käfig ist jetzt auch ein bisschen leerer. Ich habe nämlich alles Spielzeug, was kaputt gewesen ist, rausgenommen. Und ja, ich glaube, da möchte gerade jemand baden. Muss mal gucken, wie das. Weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich gerade eher schlechter. Jedenfalls ist das dort die Badewanne. Und eine Gurke ist noch drin. Ui. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwieriger mit Filmen, wenn ich einfach nur mein Handy benutze. Ja, genau. Ja, sie sind am Baden, schaut mal. Einen Moment. So, ich muss noch mal eine neue Aufnahme starten. Man sieht es leider nicht so gut, aber Bagheera ist da gerade am Baden.
Jetzt macht sie's. Wenn ich jetzt aufstehe, ist sie nämlich da weg. Deswegen muss ich gerade hier sitzen bleiben. Ich habe dann nämlich diese Glas, nicht Glas, Plastikteil abgenommen oben dran und so ein Schutz war, dass ich das einfach so reinhängen kann überall und das ist weitaus besser so. Genau. Die zwei Sachen, ich werde versuchen jetzt wirklich mit der Kamera mehr zu filmen. Ich habe mir überlegt, ob ich Daily Vlogs mache. Muss halt gucken, wie das mir von der Zeit her passt und dass die Videos dann immer so gegen 19 Uhr, gegen 19, 20 Uhr online kommen. Ich muss aber erstmal gucken, ob ich das rüber. Also die Zeit rüberbekommen, ob das Programm wieder speichert und das muss ich einfach mal.